bin hier in Bosnien auf der Liebespyramide und unterhalte mich mit Haris über Liebe. Ja. Und es geht nicht um Verliebtsein, sondern es geht um die Schwingung von Liebe. Und Dr. Masaru Emoto hat über Wasserkristalle diese Schwingung sichtbar gemacht. Und es sieht so aus. Genau diese Schwingung haben Haris und die Menschen im Krieg vermisst. Die Schwingung von Liebe. Und in der heutigen Zeit geht es umso mehr darum, in dieser Haltung zu sein. In dieser Schwingung, diese innere Haltung. Da kann jeder Einzelne was für tun. Danke, Haris, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, wie es war. Die Wörter haben Kraft. Einer der stärksten kommt gerade aus dem Wort Liebe. Wir haben uns in diesem Kriegsland meistens nach dem Wort Liebe gesehen, das Wort vermisst. Und in diesem Land der Gegensätzen, wo sich das Ost mit dem West trifft, unterschiedliche Polaritäten, das kommt jetzt alles zusammen. Da baut sich auch die Brücke zwischen diesen Unterschieden. Und einer der stärksten Wörter ist das Wort Liebe, weil das Wort Liebe hat die Kraft, Menschen zusammenzutun, anstatt sie aufzuteilen. Genau das war das Problem immer. Und um die Botschaft der Liebe in die Welt zu schicken, hier aus dem Kriegsland, hat er sich entschieden, der Pyramidenentdecker, einer von den 5 Pyramiden, auch diesen Namen, Liebespyramide, zu geben. Was ich noch sonst erzählt habe, unten ist, ist der Friedhof und unten sind diese 4 ethnische Gruppen, Religion. Es gibt den kleinen jüdischen, großen muslimischen Friedhof, christlich, orthodox und katholisch. Und als ob das alles in diesem multikulturellen Land hier unten, als ob die Liebe es schon immer gegeben hat. Wir hätten sie nur in das Leben wieder erwecken, oder? Und das findet gerade jetzt statt, durch diese Entdeckung, durch das Prozess der Bewusstseintransformation. Und es ist ganz wichtig für die ganze Welt. Und deswegen kommt sich die Welt hier zu heilen, weil auf Deutsch sagt man, die Angst macht krank und die Liebe heilt. Das ist das, was uns meistens gefehlt hat. Einer der Instrumente, Menschen in die Irre zu leiten, ist die Angst einzujagen. Aber wir wollen nicht manipuliert werden. Wir wollen nicht, dass wir kontrolliert werden, sondern wir wollen Befreiung. Und sie findet auch jetzt durch diesen Prozess statt. Und wenn Sie mich fragen, ob es nur ein Wort gibt, mit dem ich das Ganze beschreiben würde, dann ist das sicherlich das Wort Liebe. Und die Liebe wird die Welt ändern, zum besseren Platz machen. Und von hier aus wird sich auch die Welt heilen, durch die Kraft der Liebe, die wir selbst in die Welt weiter übertragen werden. Ich bedanke mich.